So, Freunde, hier sind wir weiter wieder bei Lufia. The Bild flackert wieder hier. Rechts, Leute. Etage 89. Da haben wir den Golddrachen, Leute. Das sind die fiesen Golddrachen. Jetzt seht ihr sie. Wenn wir draufgehen, Golddrache sehen wir es auch. Okay. Den wollen wir jetzt als erstes dick mit Terror bekämpfen. Ich hoffe, es klappt. Entweder wir gehen jetzt direkt unter, wir schaffen's, oder wir überleben die erste Runde. Also die Golddrachen möchte ich eigentlich nicht in Aktion erleben. Entweder direkt weg. Ja, wir entweder wir schaffen sie direkt oder das Ende. Boah, komm schon, ey, mach den weg. Komm, komm. Ja, was heißt das für uns, Leute? Ganz eine einfache Situation. Flüchten. Wir haben einfach direkt flüchten. Wir müssen zuerst angreifen. Wir haben keine Chance sonst. Wir haben einfach keine Chance, Leute. Wir können es sonst vergessen. Die Viecher sind zu stark. Oh oh. Komm, 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 komm. Gib mir deinen Rücken. Bams! Jetzt haben wir ihn aber von hinten. So. Komm schon, mach den Golddrachen weg. Mach den doch weg. Boah, Leute, ich hab so Schiss vor diesem Golddrachen, das glaubt ihr gar nicht. Ja, das Bild hängt wieder voll. Oder nee, hängt nur bei mir. Ja! Bams, weg ist der Golddrache, Leute. Wow, Silberdrache ist zwar auch noch heftig, aber der ist längst nicht so heftig wie der Golddrache. Wenn die Golddrachen weg sind, dann ist es gut. Jo, der ist jetzt auch weg. Also Leute, das ist so die Taktik, die ich im Laufe der Jahre entwickelt habe, gegen die Viecher zu kämpfen. Bams. Ah, okay, zwei von denen. Das sind also die Golddrachen, ihr habt sie gerade gesehen. Das sind diese fiesen, fiesen, bösen, bösen Golddrachen. Die wirklich richtig heftig reinhauen. Ich hoffe, natürlich würde ich euch das Ding gerne auch mal in Aktion zeigen, aber... ja, jetzt macht er Panzer. Leute, ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich kann darauf verzichten, den Golddrachen in Aktion jetzt hier zu sehen. Weil, nee, das ist einfach... Wenn wir zwei Golddrachen haben und die greifen uns beide an, ja, dann kann es das schon mit dem TT-Gamer gewesen sein. Ja, genau, machst du schön Traumadrache, ne? Naja, die Golddrachen sind nochmal heftiger, Freunde. Das sieht zwar jetzt nicht heftig aus, aber ich hab sowas, so hohen Respekt vor den Viechern. Das mag krank klingen, aber die sind echt übel, vor allem gerade in dem Stockwerk jetzt hier. Wo wir jetzt sind, wir sind schon so weit gekommen. Da jetzt an so einem behinderten Golddrachen zu verlieren, wäre echt bitter. So. Und wieder das Ganze. Es ist im Prinzip wirklich immer wieder dasselbe Spiel mit denen. Man spielt immer wieder Flüchten, Terror. Also so, das ist so meine Devise gegen die, meine Taktik gegen die. Anders wüsste ich nicht, wie man die bestmöglich kaputt machen soll. Falls ihr da noch was anderes an Taktiken kennt, sagt mir Bescheid. Bams von hinten so. Ah, schon wieder zwei Silber. Ich habe gedacht, ich kann euch nochmal einen Golddrachen präsentieren. Das wird jetzt das letzte Video sein in der Ahnenhöhle erstmal, vorerst. Und zwar habe ich euch ja jetzt die Golddrachen oder den Golddrachen einmal gezeigt. Und das nächste Video, falls noch eins kommen sollte, wird dann bei Master Blob sein. Aber um da hinzukommen, muss ich ja erstmal, ich muss ja erstmal da hinkommen, sagen wir es so. Es kann ja aber auch sein, dass ich dann jetzt hier mittendrin irgendwo verrecke und dann werde ich kein Video mehr machen. Dann habe ich auch, dann habe ich keinen Bock mehr, das nochmal zu spielen. Bis dahin, das ist nämlich echt ätzend sonst. Nur ein Golddrache jetzt. Ich habe gedacht, da kommen ein paar mehr. Hab keinen Bock, das dann nochmal dahin zu spielen. Also das, entweder das kommt noch ein Video bei Master Blob oder das war's dann von den Videos in der Ahnenhöhle. Dann habt ihr aber wenigstens mal so ein paar die heftigsten Gegner hier unten erlebt, gesehen. Es gibt noch Schiffe, so Zauberschiffe meine ich. Die sind auch scheiße. Aber die habe ich bisher noch nicht gehabt. Vielleicht kommt da ja jetzt noch einer. Er ist wieder ein Drache. Ist nämlich alles mit Drachen voll hier unten, Leute. Ich denke mal, oder ich erwarte gleich noch so einen üblen Monsterraum, wo nur so fette Drachen drin sind. Na, das geht ja hier noch. Also die Rostdrachen gehen wirklich noch. Die sind noch human, aber... Naja. So, was haben wir von der Zeit? 4 Minuten erst. Ja, ich guck mal, ob wir noch einen Golddrachen treffen hier. Ja, genau, mach Spiegel.
Ja, und ich greife den gleich noch an. Alles klar. Ja, dann haben wir wahrscheinlich einen Toten auf der Rechnung. Ja. Genau, weil jetzt kommen. Ja, genau, genau. Töte dich selber. Haben wir das wieder. Alles klar. Ja, da sind wir tot, weil wir uns selber getötet haben. So, jetzt kriegst du Tasche. Geht nicht. Geht nicht. Aber wir machen es folgendermaßen. Athea, Helfer, bam, 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 Helfer mit Herz hier. So, bam, bam. Bams. Und nochmal dasselbe Spielchen. Also dauert ewig. Wenn ich das jetzt alles aufnehmen würde bis zum Blob, dann wäre mal, würde ich schätzen, bei bestimmt 2 Stunden noch. Bestimmt bei 8 Parts oder so, wenn nicht sogar noch länger. Das dauert nämlich jetzt noch was, bis ich da unten bin. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das heute noch schaffe. Ansonsten muss ich mein SNES wieder anlassen. Dann muss ich das morgen nach der Uni zocken, Leute. Da. Ja, genau. Hauptsache zieht gar nichts ab. Ja, genau. Gib ihm Kopfnuss. Oh, der eine ist jetzt angeschlagen. Da könnten wir jetzt versuchen. Boah, nee, ich weiß nicht mehr, welcher einen Spiegel gemacht hat. Das ist mir jetzt zu heikel. Wenn ich mich da jetzt 2-mal selber töte oder so, das muss nicht sein. Ey, wir greifen zuerst an. Das ist eine schöne Sache. Komm, mach ihn platt, Thea. Ach, Thea. Wie komme ich denn auf Thea? Athea, wenn Seela heißt. Was denn immer was, Mann? Nix da was. Geh kaputt. Geh sterben. Ja, die wollen aber auch nicht hören, ne? Die sind auch so uneinsichtig. Jetzt werdet ihr sterben gehen, Mann. Badadadam. Da 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 da. Ja, genau, jetzt ist er weg, Gott sei Dank. Ja, endlich, beide weg. Wow, so geht das doch. Okay. Jetzt hier runter. Dragon, Dragon, Dragon. Nix da, schade. Bam, badam, badam, badam. Dam, dam, Dragon, Dragon, Dragon. No, no, nothing. Nix, Dragon. Hier, Dragon, 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 Dragon. Von hier sind wir doch gekommen. Von hier sind wir doch gekommen. Okay, hier haben wir alles abgehakt. Wie sieht's jetzt hier aus? Gibt's hier noch irgendwann in dem Raum? Bam, bam. Ne, gibt nichts mehr. Dann wollen wir uns die nächste Etage zusammen angucken, kurz. Jo, U90. Da haben wir einen fetten Dragon. Ah, Leute, ich hab Angst, da jetzt reinzugehen. Bams, komm schon. Du greifst zuerst an. Ja, wieder so ein luschiger Dingens. So, Leute, okay, wir machen dann hier Ende in dem Kampf. Ich werde, wenn ich sie gleich sehen sollte, 2 Golddrachen auf einmal, werde ich nochmal das kurz hier hinten dran schneiden. Und ansonsten sehen wir uns beim letzten Endkampf beim Master Blob. Also, Leute, bis zum nächsten Mal, also wenn ich da hinkomme. Ciao. Jo, direkt im nächsten Kampf, Leute. Ich bin oben in den Drachen gegangen und direkt hier 2 Golddrachen. Also richtig heftig. Die wollen wir jetzt nochmal zusammen versuchen zu erledigen. Jo, ihr seht schon, 39 ziehen wir dem ab. Und bei den 2000 oder 1500 oder 1000, was er da hat, da kommen wir mit Schlagen allein nicht weit. Was? Alles klar, ey. Naja, das sind schon Brocken, Leute. Das sind 2 Brocken. Also 2 Golddrachen ist schon übel. Ja, na, beide was? Ich glaube es nicht. Scheiße. Schnell weg. Flüchten. Bams. Und bitte. Wir wollen zuerst angreifen. Ja. Genau. Genau. Komm, hau ab da, geh. Ja, und da dreht er sich um, die Sau. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, genau. Jetzt dreht er sich wieder um, wetten. Ne? Ja, wir greifen zuerst an. Mehr wollte ich gar nicht.
Falls jemand fragt, wie sieht denn das? Ja, ganz einfach da oben, wenn man in den Kampf geht und zuerst angreift, steht das da. Da, wo jetzt Terror steht. Yay! Number one is death. Und... komm schon, eine zweite auch noch. Juhu, Leute, beide weg. Okay. Hier also die Taktik für die Golddrachen, so wie ich die immer mache. Und ja, ich zock jetzt weiter bis zum Blob hoffentlich. Und dann sehen wir uns da wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer TT Gamer. Ciao.